Servus Leute, es ist endlich soweit, die Auslosung meiner 1000 Abonnenten Giveaways ist jetzt soweit. Wir sind in der Jachenau, wie man sieht, im Schnee und meine Losfee ist zu meiner Linken, das war ja noch nie. Und der Assistent, der Werner, oh mein Gott, kennt ihr ja schon aus meinen Videos. Und die haben jetzt die Aufgabe, die 10 Gewinner aus dieser Dose zu ziehen. Ich werde mich hinter die Kamera verziehen und gucken, dass alles im Bilde bleibt. Und übergebe jetzt hier die Dose. Immer schön schütteln und du darfst dann ziehen. Ja. Und loslegen. Schrauben. Schraubverschlüsse. Ja. Ziehe ich von 1 bis 10 oder von 10 bis 1? Von 1 bis 10. Das heißt, der Sieger ist... Der Erste. Der erste Sieger ist Mr. MS 86. Danke fürs Mitmachen im Namen von Grasi. Und der Erste hat jetzt die Möglichkeit, als Erster zu wählen, was er gewinnt, genau. Glaube ich. Gell? Ja. Super. Ja. Gratuliere. Schöne Preise. Du merkst du das anhand von. Ich hab's ja im Video. Genau. Hey! Der Mich, der war schon hier oben. Der zweite gezogene Losgewinner. Sehr gut, Mich. Kennst die Gegend ja. Die dritte Losnummer. Robert Graser. Gratuliere, klingt fast verwandt. Fast, ja. Da möchte ich nochmal einen ganz besonderen Dank sagen, weil das erste Video auf seinem Kanal war. Wow, das ist super. So entstehen Einsteigervideos für YouTube. Gutes Gelingen weiterhin, das ist super. Jetzt habe ich vergessen mitzuzählen. 4, oder? 4, ja. Nummer 4 ist Old Gabe. Und das ist auch einer, der das erste Video in meinem Giveaway gewidmet hat. Alle Achtung, bitte weitermachen. Haben Sie gleich eine Motivation. Tja. Erstes Video, gleich was gewonnen. Tino 9378 wählt als Fünfter seinen Gewinn, ist das richtig dann? Ja. Okay, seinen Preis. Ja, das haben wir nochmal 5, ne? Nummer 6. Den kenne ich zwar, aber aussprechen muss ich trotzdem immer üben. MS Bricktop 80. Das sechste gezogene Los. Ja, tue ich mir auch immer schwer bei dem Namen. Dein fast Namensvetter. Markus, Nummer 7, Buschsani. Gratuliere, lieber Markus. Darum erwarten wir ihn noch, gell? Ich glaube, ja. Da haben wir noch nicht da gehabt. Nein, war, glaube ich, noch nicht da, nein. Wird einmal Zeit. Du kommst ins Paradies. Du hast wenigstens warme Hände. Nummer 8 ist Pens and Knife. Gratuliere. Benjamin, glaube ich, ist das, gell? Genau, genau. Nummer 9, gratuliere Benjamin. Der hat bisher bei jedem meiner Giveaways mitgemacht und jedes Mal was gewonnen. Sehr gut. Bei mir, glaube ich, auch mit seiner Melonenhaube. Ja, ja. Hat er damals gemacht. Und der 10. Ist das jetzt der letzte, der gezogen wird, oder? Nummer 10? Müssen wir nochmal nachzählen, was in der Mandel hast. Okay. Ich glaube, es ist die Nummer 10. Der Buntbär. Der Buntbär müsste die Nummer 10 sein. Ja? Ja. Glückwunsch an die Gewinner. Glückwunsch. So. So, dann möchte ich nochmal Danke sagen an den Helfer und an die Losfee. Und ja, schreibt mir einfach auf die E-Mail-Adresse, die ich jetzt hier einblende und in den Kommentaren ist, einfach ein E-Mail.
mit dem Preis, den ihr euch wünscht. Und ich schreibe euch dann, ob er schon vergeben ist oder ob ihr ihn bekommt. Und gleich dazu bitte noch eure Postadresse, dass ich dann alles so schnell wie möglich fertig machen kann. Ich sage Dankeschön fürs Mitmachen, Dankeschön an meine zwei Helfer und wünsche euch noch einen schönen Winter. Ciao, servus. Servus. In drei Farben, jeweils zwei von jeder Farbe, in Schwarz, in Beige mit einem gelben Ziernaht an der Kante und ganz exklusiv nur in dieser Verlosung zu erhalten. Zwei dieser Gürtelschlaufen in Camo-Look, also in Woodland-Tarn, sag ich mal. Das ist im Prinzip immer dieselbe Taschenlampe. Lediglich bei der roten, warum weiß ich auch nicht, ist in diesem Ring noch lauter Löcher drin, das haben die anderen nicht. Aber sonst sind die komplett identisch. Die werden mit einer AA-Batterie betrieben.